Versuchen wir mal Ich einen Neustart. versuche das mal, weil ich glaube nicht, dass es an Twitch liegt, weil bei Drachen läuft das. Ich kann es nicht, mir nicht erklären. Aber ich versuche es gerne nochmal. Und da ist er wieder. Passiert ist nichts weiter Wichtiges, außer dass unser Duellant von da oben, Enrique, jetzt auch weg ist. Ja, die Ad hat schon drei Spieler verloren. Nee, der Ja, ist das noch gar werden noch kein. mehr. Ja, das denke ich auch. Als nächstes wird es den Kollegen hier unten erwischen mit seinen 3 LPs. Und auch da gibt es natürlich ordentlich Feuer weiter, ne? Ich verstehe nicht, warum Brasilien in den Norden gegangen ist. Das hätte ich niemals getan. Naja, auf jeden Fall. Das ist Zeitverschwendung. Die verlieren da sinnlos LP, weil die haben jetzt schon wieder Leute verloren. Ja, und das nächste, was fällt, ist der lange Südsektor. Wenn Sie Glück haben, halten Sie den noch im Südwesten, diesen Sektor hier. Aber auch der ist jetzt natürlich höchst bedroht. Und was man nicht vergessen darf, Runde 15. 14 Gewehre haben die Brasilianer bereits verloren, die Ungarn noch nicht eines. Der Block unter dem ET macht weiterhin schön seinen Job. Nur das Problem ist eben, so viel Schaden machen die Ungarn eben nicht, ne? Durch die fehlenden Leitenduellanten. Aber ich bin sehr sicher, dass die Ungarn das vor ohne weitere Probleme halten können. Ja, Ich ich denke, auch. darüber brauchen wir nicht großartig zu diskutieren. Nee. Also die Brasilianer haben für mich einfach den Fehler gemacht, dass jetzt da oben mehr im Norden stehen. Die wollen vielleicht hier die Duellanten runterhauen, aber pff, ganz Aber ehrlich, im es. Süden hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr Erfolg gehabt, finde ich. Ja, im Norden bringt es auch schon dahingehend nichts, weil auf dem Nordwall, da stehen immer noch richtig schön LPs. Sie können den DT immer weiter schützen. Gar kein Problem. Und wenn Sie dazu mal irgendwann keine Lust mehr haben, dann ziehen Sie ihn rein, einen Abenteurer blockt und dann war's das. Die Office da unten alleine zu lassen, ist blöd. Ja, darf man generell nicht machen. Also die einzige Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist, schaffen die Ungarn das, 2 Punkte zu holen? Das wäre auch mal interessant, ob die. Man, die machen zwar nicht viel Schaden, aber du siehst die Gewehre von Brasilien fallen. Ja, und es sind noch 39 Runden. Also das ist schon noch ein bisschen Zeit. Und die nächsten werden auch fallen. Das ist der Soldat unterm linken Südwall und eben der Abenteurer. Locker im Süd, ganz im Süden. Dadurch ist auch der Nachschub für den ET absolut gewährleistet. Die können ganz bequem über Tor Süd, rechten Südwall zum ET gehen. Weil da eben auch ja, keine Gefahr droht. Weiterhin haben sie haben die Ungarn eine fantastische zweite Linie hinterm Ostwall. Das heißt, da passiert auch nichts. Können sich die Füße da platt stehen. So, und wieder sind 2 Brasilianer weg, nämlich wie wir gesagt haben. Und es wird enger. Das heißt, es ist sofort ein Abenteurer reingezogen.
sind jetzt bereits 11 Gewehre in der Unterzahl. Braucht aber die 369 auf dem DT-Tausch. Wir sehen, das ist gar kein Problem. Da stehen genug. Da stehen Soldaten, die tauschen können. Es stehen da Abenteurer. Ja gut, mit Abenteurer sollten da vielleicht Ja, aber nicht. Nachschub ist da. Ja, natürlich. Ne? Und das sind ja auch keine Leitenduellanten, die auf dem DT stehen, sondern das sind LP-Duellanten. Lucky, ich habe eine Frage. Würdest du den Heldi zu uns hochziehen? Er würde auch gerne übertragen, aber hat sich also nicht getraut, was zu sagen. Doch, doch, klar, dann holen wir uns Revolver Held auch hoch. Dann haben wir auch noch ein bisschen internationalen Flair hier, den Kollegen aus Österreich. User was moved to your channel. Servus, Heldi. Hallo Heldi. Namt. Ja, Warum was hast du sagst du? denn... Wie sieht's aus? Könnte knapp werden mit den 2 Punkten. Aber machbar, ne? Ja. Also es ist wirklich Machbar, faszinierend ja. zu sehen. Was überwiegt jetzt diese Möglichkeit, alles, was näher rückt, mit Schaden zu bearbeiten? Oder aber die LPs der Ungarn? Wir sehen ja, die Ist haben ja, leider ich glaube, nicht definitiv einen. außer Frage. Ja, Die haben was aber nicht leider einen definitiv. Leitenduellanten dabei, ne? Ja, was leider definitiv außer Frage steht, ist, dass Brasilien gewinnt. Also man kann sagen, es hätte spannender sein können, als bloß ein Brasilien oder gewinnt zwei nicht. Punkte. Nee. Nee, ich sag mal, Brasilien gewinnt nicht. Wenn jetzt aber Ungarn noch die Offliner da unten wegschießen könnte oder würde, könnten sie Brasilien schön einkesseln. Ja. Die würden gar nicht mehr rauskommen, die würden einfach weggeschossen werden. Ja, aber wir sehen sofort, der linke Südwall macht sich jetzt auch langsam auf die Strümpfe. Alles, was da noch LPs hat, rückt jetzt raus. Mittlerweile sind es 12 Gewehre unter Zahl. DT3 und DT9 braucht Tausch. Heldi, was hättest du denn anders gemacht? Anstelle der Naja, also Brasilianer. prinzipiell muss man schon auch sagen, dass in der Def-Leitenduellanten halt eigentlich nichts verloren haben. Und dann würde ich auch lieber sagen, dann lieber den einen Punkt sicher mitnehmen, als den Gegner zu unterschätzen und dann gar nichts davon zu haben. Von Wenn der dann doch Angriffstaktik? ein starker Gegner dasteht. Ich meine, wir haben auch in den letzten FKs schon gesehen, dass die Brasilianer Probleme hatten, voll zu werden. Ich weiß das jetzt Oh. nicht hundertprozentig, aber. Meine aber auch, dass das. Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern. Und die nächste Fliege ist umgekippt. Wieder einer vorm Tor oder was war das? Die Deffer haben Fragen. jetzt auch einen verloren. Ja, auf Oh. DT3, der Soldat, der hat nicht getauscht, warum auch immer. Das war mehr als Verpennt flüssig, das vielleicht. war überflüssig. Und der erste Abenteurer, sehen wir, geht über den Westen schon in den Süden. Na, die Also, Brasilianer machen da oben eine Zeitverschwendung, meiner Meinung nach. Es bringt einfach nichts. das ist ja das, was ich anfänglich schon gesagt hatte. Ja. Es wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, in den Süden zu gehen, obwohl LP-mäßig. Müssen die Ungarn heute nicht aus ihrem Vorschießen. Stehen gut und das Teamwork ist da, das sieht man auch. Heidi, das nächste Mal, wenn du mitmoderieren möchtest, sag es doch einfach.
Wenn der Luki seinen Chat lesen würde, dann hätte er das auch gesehen. Ha, Luki, du bist schuld. Natürlich ist Luki wieder schuld. Immer doch. Wenn was Irgendjemand ist, muss ja. schreib lieber mich an. So, und wir sehen aber auch jetzt, die Brasilianer versuchen wenigstens die Mittel, die beiden Südsektoren jetzt noch zu halten. Ja, aber Hier hat sich, Ungarn hier wurde rückt sich vor. gerade getauscht. Und auch für den unteren, für die Autobahn steht noch jemand bereit. Beispielsweise sogar unten rechts in der Ecke, drei Abenteurer. Aber die Brasilianer sind eben jetzt schon ganz schön schwarz. Wir haben Runde 20, das heißt, wir haben noch 35 Runden. 12 Gewehre zurück. Und die meisten, die nicht schwarz sind, das sind die Leitenduellanten. Ich Ja, habe die leider müssen nicht sich das ja auch verstecken. LP-Skript. Wenn ich das LP-Skript hätte, dann würde ich jetzt auch sagen, wie es aussieht. Kann ich machen. Nächste Runde dann, weil ich Ja, das brauche wäre das ganz schon toll. so Also eine. da würden mich die LPs der Ärzte wirklich mal interessieren. Okay. Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, ist, warum die Onliner vom AT nicht runter zum ST ziehen. Das verstehe ich auch nicht, weil die sind Können. eigentlich geschützt da. Die sind geschützt, ja, da kann nicht viel passieren. Aber Brasilien hat sich jetzt entschieden, hurra, der Süden brennt. Wir haben also eingesehen, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, da im Norden über den Ostwall zu bearbeiten. Das haben die jetzt 21 Runden gemacht. Und außerdem DT 3 ist keiner hops gegangen. Die sind noch nicht mal annähernd rabenschwarz. Es stehen immer noch genug Tauscher hinterm Ostwall. Jetzt heißt es natürlich für die Ungarn, unten auf der Wiese unterm ST die Beine in die Hand und weg da. Abenteurer stehen lassen und der Rest Jetzt noch im sucht mal Süden zu geschmeidig ziehen. das Weite. Es ist viel zu spät, die hätten von Anfang an in den Süden ziehen sollen. Also ich bin immer noch überzeugt, dass Ungarn gewinnt. Ich denke mal, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Also wenn du dir alleine den Norden anguckst, was da an Abenteurern steht, die können die Brasilianer so lange aus dem Fort draußen lassen, bis sie da angewachsen sind vom Wall. Ja, und schon rückt der Norden da oben vor. Machen Sie richtig. Ja. Immer schön den Soldaten, also jemanden mit LPs vorschicken. Und die Abenteurer dahinter, die können zwar schießen, kriegen aber nichts ab. Genau. Hey, die rede mit uns. Ich versuche zu klicken, wenn der Flashplayer nicht anhängen wird, dann wird es auch schneller gehen. Und dann hätte ich es auch innerhalb einer Runde schaffen. Das war's mit einer groben Schätzung. Ja. So, jetzt sind es 13 Gewehre, die sie hinten sind. Ja, aber Und schau mit mal. ein bisschen Pech fallen da jetzt auch gleich noch zwei Leute wieder um. Stocken da unten noch immer, die Ungarn. Finde ich richtig gut und die müssen jetzt echt einmal eine große Ja, Runde rummachen. genau. Einfach geil. Ne? Die müssen jetzt einfach. 653.000. Wie viel?
653k. Das ist noch nicht mal mehr die Hälfte des FKs. Lucky, ich wurde gerade angeschrieben. Von Sakri. Ja, schönen Gruß, Sakri. Ja, ich soll dir sagen, dass er deine Stimme ziemlich sexy findet. So, und wir sehen jetzt unten, der Soldat hat es gerade noch mal geschafft, mit 1000 LP zu überleben vom Tor. Aber das ist auch definitiv seine letzte Runde jetzt. Aber selbst wenn Sie in den Süden rücken wollen, warum machen Sie dann den großen Sektor, den Sie ja haben, nicht voll? Gut, Vielleicht haben die Angst. die Frage beantworte ich dir einfach. Die Distanz ist zu groß, um bei den Ungarn vernünftig Schaden zu machen. Dieser Sektor fehlt einfach. Und wie ich die Ungarn kenne, wird der Blocker unter dem ET gleich wieder mit ET1 tauschen. Der wartet, der scharrt nämlich schon mit der Hufe, das höre ich bis Hamburg. Ja, da sind aber noch welche innen am ET und warten. Ja. Die Echt tauschen gut sich gemacht. ganz gepflegt drauf. Das ist. Also ich denke mal, das hat die wirklich durcheinander gebracht. Wenn man sieht, also was die noch hinter dem Ostwall an Blockern haben und wie schwarz die Adler da teilweise schon sind. Oh, hauer, 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 ha. So, wie gesagt, den Soldat hat es zerrissen. Der nächste, der sich verabschieden wird, ist Li Chan. Werden weiter vom OW. Eieieiei. Böser Fehler. Ja, ich erkenne auch kein richtiges Konzept, weil sie gehen nicht richtig in den Osten, sie gehen nicht richtig in den Süden. Das ist alles ein bisschen halbgar. Sorgen eigentlich nur dafür, dass alles, was auf den Wällen, auf den Türmen und außerhalb des Forts steht, auch ja Schussfeld hat. Ja, das ist wirklich so. Ja, das mit dem Block haben die Ungarn jetzt aber auch ein bisschen übertrieben. Der Schimpanse unterm ET, ja, ich nehme mal an, dass es Schimpanse heißt. Schimpans. Der hat ein bisschen Glück gehabt mit seinen 156 LP. Der wird jetzt definitiv tauschen. Denn diesen Block zu halten, das ist eine Königsidee. Zumal die Abenteurer von den Ungarn überhaupt nicht gefordert werden. Es wurde getauscht. Ja, natürlich. Machen die sehr schön. So, und jetzt wird sich Chimpanz vom ET wieder runtertauschen, ins Fort rein und den Rest des FKs nur noch versuchen, ein bisschen Schaden zu machen. Jetzt in Gefahr ist natürlich Tektet. Auch der wird jetzt gleich wegfliegen. Die Frage ist für mich wirklich, warum gehen die nicht komplett in den Süden? Wir sehen einen linken Südwall, der gut angeschlagen ist. Wir sehen einen ST, der gut angeschlagen ist. Und sie bieten Ich einfach verstehe nur das auch Schussfeld nicht. und üben keinen Druck aus. Mittlerweile sind sie auch 16 Gewehre hinten.
Also für die Ungarn kann es eigentlich nur heißen, jeder sucht sich jetzt Schussfeld und dann versuchen wir sie wegzubrezeln. Halten wirklich sehr gut dagegen, muss man. Ich habe 114 Def erwischt und das sind 892.000 LP. Ja. So, und wieder gehen sie in den Norden. Und das ist aber natürlich einige Runden später, als die Art, die ich zählt habe. Ja. Wirklich entscheidend ist, die brauchen sich gar nicht mehr zurückzuziehen auf der Nordwiese. Wir sollten da stehen bleiben und die wegbrezeln. Wir haben da so viele LPs stehen. Und auch Abenteurer, die sie wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen werden. Jetzt stell dir mal vor, der Eti würde in den Sektor reingehen, wo der Abenteurer drin ist. Ja? Was meinst du, was die Brasilianer dann in Schwitzen kennen? Und von innen wird dann nachgerückt. Das wäre frech, ja. Natürlich wäre das frech. Das wäre wirklich sehr aggressiv. Also mir wird's gefallen. Aber man darf eben nicht überheblich werden, das ist das große Problem. Es sieht zwar sehr gut aus, alles für Ungarn. Und ich glaube auch nicht, dass sie es in irgendeiner Art und Weise noch verdatteln werden. Schon aufgrund der 200k LP, die sie mehr haben. Oder über 200k. Ja, sie müssten jetzt wirklich... Blöd ist der Gedanke gar nicht. LPs haben sie genug, sie könnten dann hinten... Ja, die könnten da ein bisschen Spaß vertragen, das ist wahr, ja. Könnte man mal machen. Könnte man, muss man nicht, aber muss es wäre schön. Aber prinzipiell scheinen die Brasilianer auch sehr schlecht zu tauschen, weil das sind halt wenige, die schwarz sind. Ja. In der LP-Leiste her. Was aber wahrscheinlich schon auch dem geschuldet sein wird, dass die ziemlich viele Offline haben werden. Was auch ja, irgendwie was naheliegend ist, wenn man die Zeitzone bedenkt. Ja, aber was eben auch wirklich noch volle LP, vieles von dem, was volle LP sind, das sind eben die Leiten nur landen. Ne? Und die halten auch die Zahl nach oben. Weil wenn sie die erstmal Feuer setzen. Mein Lieblings ist das hingeklappt, da wird es eng. Dafür tauschen die Deffer scheinbar umso besser, weil die haben erst einen verloren. Ja, da, und das war der auf DT3, ne? Der wahrscheinlich einfach nur verpennt hat. Jo. Was auf DT3 nicht gerade die beste Idee ist, aber kann man mal machen. Ja. Wie gesagt, so zwingend vorgeschrieben ist das, glaube ich, nicht. Und weiter geht's jetzt. Der Abenteurer vor dem Ostwall wird wahrscheinlich fallen. Der Soldat wird tauschen auf dem Ostwall. Also faszinierend. Also was die Brasilianer wirklich gut machen, das ist dieses Blocken der Mittelsektoren im Süden. Ja, aber warum machen die das, wenn sie eh nicht da unten reinziehen? Jetzt kann es eigentlich nur noch darum gehen, die Südflanke aufzuhalten, weil wenn die nach vorne rückt, dann geht's ganz schnell. Wenn sie die Sektoren verlieren, dann geht's ganz, ganz schnell.
Deswegen da unten hier reinziehen. Sie mal schrecken. Ich vermute auch ganz knallhart, dass der Südwall, der rechte Südwall, die beiden Offis da unterm Südwall eingestellt hat. Die halten auch nicht mehr allzu lange durch. Und dann geht es nicht nur auf die Blocker, sondern auch auf die Leute, die die Blocker, die Tauschpartner der Blocker schützen. Und weiterhin sehen wir, wir haben bis auf einen vollen Abenteurer alle Abenteurer unten gebunden. Ungarn hat bisher immer nur einen verloren und ja, Brasilien ist jetzt bei 98 angekommen, ja. Ja, wir sehen ja auch der Nordblock der Abenteurer, der ehemaligen vielen Abenteurer, der weicht auch nicht zurück. Warum auch? Besteht gar keine Notwendigkeit. Für die wirklich bösen Positionen, DT3, DT9, ET3, ET9, haben Sie Tausch? Das sieht alles noch ganz geschmeidig aus. Ja. Und auch wie gesagt, der Soldat hat jetzt den Sektor unterm Südwall genommen und umso problematischer wird es natürlich für den Blocker bzw. den Nachschub für die Blocker. Das werden die Brasilianer nicht mehr lange halten können. Denn wenn das Feuer des gesamten Südens auf den Nachschub der Blocker geht, der Abenteurer, dann heißt das Bein in die Hand und wegrennen. Ich würde es immer noch zu gerne sehen, dass sie da unten in diesen kleinen Sektor reinziehen. Ja, dazu müssten aber die LPs vom Tora und vom Südwall jetzt wirklich in Richtung ET marschieren. Das sollten die sich sowieso mal langsam überlegen. Aber Brasilien hat sich jetzt entschieden, oh, wir gucken uns mal den Süden an. Ach, sie ziehen wieder runter. Na, ist es denn zu glauben? Aber wir sehen auch wieder nur auf der Autobahn, ne? Also nur in dem langen Sektor. Ja. Und auch nicht konsequent in den Süden, sondern man orientiert sich in Richtung ET. Aber Ja, Brasilien, so wird das allemal nix. das war aber schon bei den vorherigen Kämpfen das Problem der Brasilianer. Sie haben es immer versäumt, richtig Druck aufzubauen. Entschlossen in eine Richtung zu gehen. Und die drei, die da jetzt noch oben im Nordosten stehen geblieben sind, das könnte wehtun. Besonders dem Errichter. Aber prinzipiell ist jetzt eigentlich fast die ganze obere Autobahn in die untere Autobahn gezogen. Also das dürften alles Onliner sein. Also die sind definitiv schon mal Onliner. Ja, aber wie gesagt, Heldi, ich denke mal, es wäre wesentlich cleverer, denn da sind ja jede Menge angeschlagen auf der Wiese von den Ungarn. So. Die werden schön Auch am Wall. abgedeckt. Und ja, das war's dann. So, jetzt ist auch der letzte Offliner, der vor dem Südwall stand, geplatzt. Aber nachdem sich der Großteil, der da direkt am Wall, also beziehungsweise in der Mittelbahn steht, so gar nicht bewegt, Richtig. könnten das vielleicht alles Office sein. Aber das Aber glaube die ich nicht. Brasilianer tauschen da unten im Süden. Ja, das machen sie, wie gesagt, das machen sie auch vernünftig, ne? Wenn sie diese Blocks verlieren, diese beiden Sektoren verlieren, dann rückt Ungarn noch weiter vor, verkürzt noch mehr die Distanz. Alles, was schwarz wie die Nacht ist, kann auf den Wall gehen und alles, was noch ein paar LPs hat, rückt vor.
Und die Brasilianer sind definitiv nicht in der Lage, da jetzt noch Gegendruck aufzubauen. Nein, es ist viel zu spät. Die warten halt einfach nur noch drauf, dass sie endlich ausgeschossen werden. So Falls sie sieht's das werden. aus, ne? Ja. Ja, Sie so bieten albern sich wie es ganz klingt, gut ja. dafür an. Und haben bietet sie sich wirklich an. Gerade im Moment bieten sie sich richtig dafür an, weil sie jetzt auch mit dem einen Teil da unten im Süden rausschauen. Gut, da stehen zwar immer noch die Officer, aber das sind großteils Abts, sodass jetzt auch der ganze Südwall und der ganze ST noch Schussfeld haben. Wenn oben die Leute da jetzt im Norden noch ganz nach rechts dienen, dann hat fast jeder Ungarer Schussfeld. So, also ich sehe jetzt gerade noch zwei, drei Abenteurer mit vollen LPs. Ja. Das wird nicht mehr lange reichen zu blocken. Weil sie jetzt auch sich noch Gedanken machen müssen über den Sektor links unter dem ET. Denn da, das ist ja ein Sektor, den sie bislang immer zum Tauschen genommen haben für den Sektor unterm Tor. Der ist jetzt auch in höchster Gefahr. Oder zumindest so gefährdet, dass dann Tauschpartner nicht ungehindert rumstehen kann. Runde 32, hier ist ein Verteidiger gefallen. Das kann man mal so machen. Also ich, ja, kann nur sagen, dass ich begeistert bin von Ungarn. Machen das einfach klasse. Ja gut, okay, wir müssen auch zugeben, Brasilianer machen es ihnen relativ einfach. Leider, ja. Die ziehen jetzt auch wieder nach oben. Ich verstehe das einfach nicht. Das Hin und Her, das bringt doch eigentlich gar nichts. Nein, zumal jetzt auch der Nordblock, der wird da nicht großartig zurückweichen. Die werden den Teufel tun. So, jetzt geht's eben weiter. Jetzt ist der Soldat platzt hier auch gleich, der Kollege. Und damit ist dann der Nachschub, der muss dann über diesen Sektor erfolgen, um hier noch weiter zu tauschen. Oder es muss über diesen Sektor getauscht werden. Aufpassen müssen die Ungarn jetzt mit diesen beiden Abenteurern. Schon relativ schwarz aussehen. 1800 und beide 1800. Könnte man mal austauschen. Könnte. Und Brasilien hat wieder ein paar Gewehre mehr verloren. Wieder, man guckt in den Norden hoch. Da stehen ja immer noch welche auf der Wiese und gehen nicht weg. Jetzt gucken sie in den Süden. Auweia, da kriegen wir ja auch auf die 12. Ja, wohin des Wegs ist, ne? Das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel irgendwie. Ja, war ein Katz-und-Maus-Spiel, das die Brasilianer definitiv nicht gewinnen können.
ist halt irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo die Katz wie irre um die Maus herumhüpft und die Maus sich nicht bewegt und sagt, fick dich. Und jetzt haben sie auch noch den einen Leitenduellanten da oben rechts in der Ecke vergessen. Das heißt, wenn die obere Reihe den Sektor einstellt, dann war es das für den auch. Draken versteht angeblich nichts. Er möchte doch, dass wir Englisch reden. Wir You sind don't uns bewusst, dass wir understand es nicht können German, und deswegen lassen wir es. then you must learn English, Draken. Because you don't understand English. Drakens English is not the yellow from the egg. Hey, Was denn? his English is lonesome top. Hör mal. Hör mal, habe ich vergessen, Entschuldigung. Nein. So, jetzt gehen Sie mit dieser geballten Macht in den Süden. Und ja, was bringt Ihnen das? Gar nichts. Jetzt definitiv nicht mehr, weil die geballte Kraft halt auch nicht mehr wirklich Kraft ist. Richtig. Hätte ihnen wahrscheinlich auch vorher schon nicht viel gebracht. Aber jetzt halt mit dem kümmerlichen Haufen. Aber das macht keinen Sinn mehr, finde ich jetzt. Nein, der Kampf ist definitiv verloren. Sie können jetzt nur noch versuchen, das Ausschießen zu verhindern. Zwanzig Runden können verdammt lang sein. Man ist 29 Gewehre hinten. Verliert in dieser Runde wieder mindestens zwei Leute. Vielleicht sogar drei. Drei. Somit wäre die Frage auch geklärt, ob das da Office sind, die da am Wall gestanden sind. Nö, so viele Office sind es gar nicht. Nein, aber jetzt ist der nächste Sektor, der ganz, ganz akut gefährdet ist, der Brasilianer. Das ist der von Gustavo Müller. Links unterm ET. Wenn der jetzt nicht ghostet und der Südblock da reinzieht, dann bleibt ihnen wirklich nur noch auf der Autobahn rumzurennen. Das ist zwar der schnellste Weg, aber man kann eben keinen Druck aufbauen. Und weiterkommen tun sie auch nicht, also bringt ihnen die Schnelligkeit gar nichts. Richtig. Also ihnen droht jetzt wirklich der Verlust der Mittelsektoren. Und wenn die weg sind, dann sage ich definitiv, die schießen das aus. Nein, Draken, ich glaube, die Tropfen kommen von Heidi. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht sein Handy oder so. Tropfen? Da irgend so ein Tropfengeräusch. Ein Tropfengeräusch. Fragen wir ja noch ein bisschen Englisch, ne? Aha. I believe I spider. I can't hear any drops. Mello. I believe a spider was my joke. Man könnte auch Den finde ich sagen, aber I immer noch think I gut. spider. Nein, So. das wäre ja, ich denke. Aber I believe, ich glaube. Ach, alle Ja. dasselbe. Tja, Englisch müsste man halt können, gell, Arti? Ja, gerade du. Ich kann Englisch, ich will es nur nicht.
Wir sehen jetzt aber auch schön, wie die Ungarn, die haben jetzt einen Mann wieder zwar wieder verloren, aber sie sehen, wir sehen, wie schön sie sich auch wieder zurückziehen, die Angeschlagenen. Wunderbar, ein Abenteurer bleibt dann in den Sektoren stehen. Und es nützt den Brasilianern gar nichts. Der Norden guckt da oben schon um die Ecke. Die sollen nachrücken in diesem Sektor, verdammt nochmal. Ich will das endlich sehen. Werden sie jetzt nicht mehr machen, dafür haben sie die LPs nicht. Aber sie haben sich ihre Mittelsektoren behalten, immerhin. Wäre doch schön. Die ziehen da rein, dann der OW auf dem ET und der DT auf dem OW und die da oben auf dem DT. Ja. Dann die LP durchtauschen. Ist doch richtig schön. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich denke jetzt mal, dass der DT gleich den Sektor am Ostwall einnehmen wird, am Die oberen Def hat ja Ostwall. schon den zweiten verloren. Um dann wirklich noch mehr Leuten Schussfeld bieten zu können, die jetzt kaum noch was haben. Uiuiui, jetzt wird's aber richtig Oh, jetzt schlimm geht für das die Def. Die massenstärke haben bei ihren den Ungarn dritten los. Der verloren. dritte ist umgefallen. Ja. Wie konnte das denn passieren? Also, ob jetzt nicht die Brasilianer noch die Ungarn rausschießen? Also Nee, Fahne eher wäre noch nicht. drin. Wenn dann nicht so viel blau wäre. Zwischen der Ja, Fahne diese und rot. 30 Gewehre hinten, nee. Blau? Sind wir hier bei den Schlümpfen? Wer ist denn die Schlümpfe auf Englisch? Smurf? Kannst ja doch Englisch, Arti, also übersetz mal. Ich übersetze nicht. Aber warum das denn nicht? Weil ich beim Englischreden so hektisch werde. Dann kann das passieren, dass ich anfange zu stottern. Arti, du musst eindeutig jamaikanisches Englisch reden. Was? Nein, Was? was? Na, da My kann es doch nicht lovely passieren, Mr. dass du Singing hektisch Club, du. wirst. Draken is giving up. This is English. So, ja. So, jetzt genug des Spaßes, der Abenteurer. Da wird auch umkippen. Dann bleibt ihnen noch Runchiro, der den langen Sektor hält. Und richtig interessant wird es jetzt mit dem Sektor neben dem DT. Aber ui, ui, ui. Ungarn kommt nicht schnell genug weg von der Wiese. Wir sollten das nächste Mal Öla Palömer für Draten singen. Glaube, darüber würde er sich sehr freuen. Ich glaube, der feuert uns, nur wenn wir weiter so frech zu ihm sind. Ich darf das. Also wir arbeitslos müssen unter der Brücke schlafen und singen. Und ich glaube, das wollt ihr alle nicht hören, wenn ich anfange zu singen. Das eine Lied kannst du aber so schön singen. Ja, ich weiß. So, was machen die Ungarn jetzt? Nachdem die Brasilianer jetzt also tatsächlich spitz gekriegt haben, ui, die haben da jede Menge Angeschlagene auf der Wiese stehen. Da könnte man ja mal was machen. Bisschen spät zwar, aber uiuiui, jetzt geht aber das große Sterben los bei den Verteidigern. bringt es jetzt noch was?
So, meine Katze hat mich gerade gekratzt. Au, das tat weh. Ja, die weiß halt, was sie von dir hält. Lady? Was? Nichts gesagt. So, jetzt ist die Frage, können die Brasilianer noch den Sektor rechts vom DT halten? No. Wenn da nicht jemand reinzieht, mit LP dann nicht. Ja, das Problem ist, wenn der Ronchiro da reinzieht, dann ist der lange Sektor weg, weil das wird der Arme, der Duellant nicht aushalten. Ja, aber der ist noch ein Errichter, der könnte auch da reinspringen. Oder der Soldat. Ja, aber das sind doch drei Bewegungen auf einmal. Das geht nicht. Meinst du, das kriegen die nicht hin? Doch hinkriegen würden sie es. Weil wir reden hier von den Brasilianern und nicht von den Türken. Hätten das nicht hinkriegen, weil sie zu wenig Leute hätten. Ja. Vom Start an. So, den Sektor haben sie noch mal eine Runde gehalten. Aber der tapfersten einer ist Runshiro auch nicht, denn anstatt da mit seinen Kameraden Algarte zu tauschen, hat er sich lieber in den Süden verzogen. Das Feigling. heißt, jetzt ist die lange Autobahn weg. Der Nordblock kommt rum. Und uns stehen noch interessante 14 Runden bevor. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte bei den Brasilianern. Wieso habe ich jetzt Network Error? Ich Verstehe auch ich nicht. gerade. Aber warum das denn? Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Jetzt Grund geht's ist wieder. der Stream wieder abgeschmiert. Glaube, Draken war schuld. Ja, ich glaube auch. Nur weil wir kein Draken Englisch reden. is guilty. Hang him high. I eat Draken. Hat bestimmt gut. Draken in das Peak. Erstmal teeren und federn, beim nächsten Mal können wir dann aufknüpfen. Dann fliegt das Hühnchen auch. So, und schwupp, der Sektor ist weg. Ja, Norden rückt jetzt nach. Ist schön. Und jetzt macht der Norden Druck, ja. Dreiunddreißig Gewehre sind die Brasilianer hinten und müssen noch 13 Runden überstehen. Und das de facto mit nicht ganz so vielen Abenteurern. Ich sehe derzeit zwei relativ volle Abenteurer. Und die stehen direkt am Südwall. So, dann rauche ich noch mal eine. Also wenn die Ungarn 2 Punkte haben wollen, Sollten Sie Gas geben? dann müssen sie jetzt Gas geben. Auch auf das Risiko hin, ein paar Leute zu verlieren. Es sind immer mehr Leitenduellanten der Brasilianer ungeschützt. Wir haben viele davon. Also sie werden jetzt auch wieder mindestens zwei davon verlieren. Sag ich mal so. Das sind die beiden, die da vom Tor rumkaspern. Das ist natürlich sehr schlau, als leitender Land. Ja, und die Ungarn feiern weiter.
Trotzdem schön. ET7. Da steht noch ein fetter Soldat. Und Brasilien ist nicht in der Lage, auf diese Position nochmal richtig Druck auszuüben. Haben halt auch schon insgesamt zu wenig Kraft, um überhaupt noch Druck auszuüben. Die könnten mit den paar Leuten vielleicht gerade noch auf ET9 mal Druck ausüben, wenn sie dorthin gingen. Aber da ist ja auch besetzt. Da ist leider immer noch der Blocker da. Genau. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Please hold the line. Bitte halte die Linie. Also es wird den Ungarn wahrscheinlich nicht ganz gelingen, die Brasilianer wegzuschießen. Aber souverän einen Punkt holen, das werden die. Ja, das glaube ich auch. Ich habe mit 7 Verlust. Kann man definitiv sagen, dass es souverän ist. Naja gut, aber du musst jetzt mal auch mal schauen, wenn du mal so guckst, die sind auch schon ganz schön schwarz, die Ungarn. Oh, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie ganz hervorragend eben getauscht haben. Genau, das habe ich ja vorher schon mal gesagt. Die haben auch lange dagegen gehalten. Tauschen. Ja, die haben die komplette Zeit dagegen gehalten. Ja. Die sind ja nicht einmal reingezogen, haben irgendwas geräumt, sondern haben die ganze Zeit immer schön gegengehalten. Und jetzt rächt sich natürlich das, was man vorher nicht wissen kann. Es rächt sich, dass die Ungarn keine Leitenduellanten dabei haben. Die mal die fetten Krits auspacken können. Aber das ahnt man natürlich auch vorher nicht. Mag zwar sein, aber dennoch konnte Ungarn das forthalten. Ich glaube nicht, dass Brasilien dennoch großartig was reißen kann. Also eine Chance haben die Brasilianer noch, das Ding zu gewinnen. Die graben sich unter dem Tor durch, unter den Sektoren, und dann graben sie sich zur Fahne. Und auf graben der Fahne direkt durch. Einen Schützengraben aufschieben. Ja. Oder sie funken ihre Luftlandetruppen an, dass sie die direkt auf der Fahne absetzen. Das wäre so die andere Option. Nee, aus der Luft könnten die noch mit Raketenwerfern ankommen, die Ungarn. Wer weiß, ob die nicht irgendwo Bodenluftraketen versteckt haben. Dann wäre auch blöd. Nee, das sind doch keine Nordkoreaner. Die haben die nicht. Nee, aber wirklich sehr schön besser, zu beobachten, sicherer. Dass die, wie die Ungarn spielen und auch wirklich meinem Tipp treu bleiben. Sehr diszipliniert. Sehr organisiert. Huch, und sie bleiben 112, weiterhin mein Favorit in der Gruppe, wenn nicht sogar auf dem Meer. Also wirklich Respekt Ungarn. Brasilien ist wieder daran gescheitert, dass sie nicht wussten, was sie machen sollen und dass ihnen die Entschlossenheit fehlte. Im Übrigen ist jetzt der nächste lange Sektor im Osten weg. Alles, was jetzt noch im Osten steht, von den Brasilianern, das wird so im Vorbeigehen mitgenommen. Während die sich schon bereit machen, eine Flanke aufzubauen und auch nochmal drauf zu ballern. Wobei es mit Ausschießen jetzt echt auch knapp wird. Ja, also ich denke nicht mehr, dass es Ding das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Aber das macht nichts. Also ich fand die Leistung der Ungarn einfach klasse. So, wie gesagt, der lange Sektor im Osten ist auch weg. Alles, was da noch so am Wall rumgekrabbelt hat, wird im Vorbeigehen mitgenommen. Und die tauschen auch noch weiterhin die Ungarn. Das ist unglaublich. Ja, ist ja auch richtig. Wir sehen ja auch wirklich
je länger du eine Gewehrüberlegenheit hast, umso mehr zahlt sich das aus. Und egal wie schwarz da die Leute sind, die suchen sich Schussfeld. Also ich vermute mal, das, was da jetzt noch der Soldat da im Norden oder der Abenteurer auf dem Nordwall, das werden Offliner sein. Eldi, wenn du mal ganz geschmeidig bist, dann kannst du in der nächsten Runde nochmal die LPs der Brasilianer zusammenklicken. Das wäre lieb. Aber es werden jetzt wieder drei, vier Gewehre der Brasilianer umkippen. Lässt sich gar nicht vermeiden. Oh, nur eins. Dann ließ es sich doch vermeiden. Ui, ui, ui. Aber Arti, jetzt siehst du, die Ungarn sind da, wo du sie haben wolltest, in dem langgeklemmten Ja. Sektor. Hätte es ein bisschen früher gern gesehen. Ja, das wäre aber nur eine Spaßunterhaltung gewesen. Hätte man machen können, aber letztendlich, wenn man mal sieht, dass auch die Ungarn schon sehr, sehr viele LPs gelassen haben. Ja. Großer Dragen an dieser Stelle. Ja. Ja. Warum? Warum? Erkläre ich dir, wenn du Hä? alt genug dafür bist. Das Skript will mich nicht. Das ist nicht nur das Skript, das ich nicht will. Aber egal. Okay, dann gehe ich wieder. Tschüss. Ich grab mich doch schon ein. Ja, es ist jetzt wirklich spaßig zu sehen, was schaffen die Ungarn jetzt noch? 230.000. 230.000. Was haben wir gesagt? 30 pro Runde? Eng. Bei Ach, was acht soll's, Runden. eng ist gut. Ach so, das gilt für andere Sachen, glaube ich. Ja. Was? So, aber nun hat es wieder mal richtig eingeschlagen bei den Brasilianern. Jetzt gehen sie Brasilianer auch noch haben. vom Wall weg. Aber warum das denn? Ja, das ist ganz wichtig. Also jetzt wollen sie wirklich verhindern, dass sie ausgeschossen werden. Gönnen den Ungarn jetzt nicht den zweiten Punkt. Sind noch 69 Angreifer da. Ja, aber mein Englisch gut war nicht okay. Ich weiß gar nicht, was Ist du klar. meinst. Was? Ich weiß gar Nix. nicht, Was was du sollte ich meinen? meinst. Könntet ihr euch das jetzt verkneifen? Dankeschön. Okay. Paddy ist schuld. Sehen so, die Jawohl, letzten Sir. LPs der Brasilianer stehen jetzt wirklich vor den ganzen Angeschlagenen und Leitenduellanten. So nach dem Motto, ihr müsst erstmal die Dicken wegputzen, bevor ihr an die Kleinen drankommt. Das haben sie aufstellungsmäßig recht gut hingekriegt. Frage ist jetzt, haben Sie da noch, sieht irgendeiner von euch noch einen Abenteurer? Da unten ist noch einer. Ja, irgendwo habe ich letztens noch einen gesehen. Eine der vergangenen Runden. Einen stärkeren. Und Kavop, Die dich hat Frage, es ob der wieder immer noch. gemacht. Ja, die Brasilianer wollen auf jeden Fall nicht ausgeschossen werden.
Also wirklich einen starken Abt gibt es eigentlich keinen mehr. Doch, da Also. ganz in der letzten Reihe, T-Dog, die Bei ja, wem? um den müssen sie sich letzte Reihe wirklich jetzt Nummer 5. scharen. Das ist eh genau der, den ich vorher schon mal gesehen habe. Der steht die ganze Zeit schon mittig eigentlich. Also entweder das ist Zufall oder die haben das so beabsichtigt. Dann haben sie es gut gemacht. Jetzt versucht der Soldat auch noch in den Norden zu fliehen. Auf der Ostseite. Auch nicht so blöd. Da oben stehen auch nicht mehr allzu viele. Nee, also wie gesagt, wenn der Duellant kann ihm jetzt erstmal den Weg blockieren, wenn er online ist. Kann, ja. Dann wird es unangenehm, weil dann schießt nämlich der ganze Ostwall auf ihn. So, 65 und verbleiben tun noch 6 Runden. Ah, der Soldat von unten sprintet hoch und schneidet ihm dort den Weg ab, scheinbar. Vermute ich auch, ja. Ja, meine Frage an euch. Was denkt ihr, hätten die Ungarn eher mehr Druck aufbauen können? Ja, also ich finde schon. Wir hätten das machen sollen, was ich gesagt habe, ne? Weil mit sowas hätte Brasilien wahrscheinlich nicht gerechnet und die wären dann wieder halt ins Schwitzen gekommen oder ja, hätten vielleicht sogar die Konzentration verloren. Also wenn man die Möglichkeit hat, in der Def 2 Punkte zu bekommen, sollte man die auch nutzen. Ja, ein Ja, wirkliches und wie man Risiko sieht, die hätte ich hätten auch nicht halt. bestanden, ne? Ja, und selbst wenn, die hätten halt auch echt was riskieren können. Sieht man jetzt ganz deutlich und hat man auch da eigentlich schon gesehen, dass da wenig schief gehen kann. Oh, das war mal ganz geschmeidig. 6 Leute, die sie jetzt verloren. Ah, jetzt versucht man sich ganz unten rechts in die Ecke zu. Och nö. Das ist so der letzte Ausweg. Bitte tötet uns Der nicht. letzte Ausweg, der gar kein Ausweg ist. Kriegt uns nicht ins Licht. Wir verschwinden ja schon. Gut, wobei in dem Fall ist es jetzt auch nicht mehr Schussfeld, was sie dadurch generieren, also Ja. macht das auch keinen Unterschied. Sie stehen halt dann doch etwas weiter weg vom ST in der Flanke links und von den Leuten hinterm Tor. Ja, ist im Endeffekt wurscht. Was sagt du hier immer, der Drops ist gelutscht? Ja, das war aber schon nach 5 oder 10 Runden. Ja, und der Abt, den wir vorher gesehen haben, hat auch immer noch 6000 LP. Der könnte es jetzt auch alleine noch halten. Ja.
glaube, am Dienstag machen wir noch eine Übertragung zusammen, oder Doki? Ja, mal schauen. Was heißt denn hier mal schauen? Ob ich Lust habe. Nein, am Dienstag, Das schon wieder die Türken oder was? nee. Dienstag um 19 Uhr schon ist Russland gegen Polen auf draken.de. Und um 20:30 Uhr geht es dann weiter auf diesem Channel mit Holland gegen Tschechien. Niederlande, bitte. Ich glaube, die Thematik hattet ihr schon mal. Hier steht Holland, ich sag Holland. So, ja, also Niederlande gegen die Tschechen. Und um 21 Uhr geht es auf draken.de dann weiter mit Portugal gegen Ungarn. Auch sicherlich sehr interessant. Das hätte der Lucky gerne gemacht. Wetten wir? Ich werde gewinnst du. Juhu, ich gewinne auch mal was. Eine Runde und Achtung, Kaffeesatz kannst du haben. Oder ich spendiere dir eine gelbe Brause. Da war nicht schlecht, oder? Gruß an die beiden von dieser Stelle. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Da eine ganz, ganz schwache Taktik hatten und die Ungarn hervorragend getauscht haben. Und auch taktisch das Ding ganz hervorragend gemacht haben. Jungs und Mädels, ihr habt mich nicht enttäuscht. Dankeschön dafür. I like Hungary. Gut, jetzt wird es in den zwei Runden wohl nicht mehr ganz klappen. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, also viel zum Ausschießen fehlt da nicht. Tja, Da eigentlich ist eben schade, der man hätte es den Gedanke, Ungarn gegönnt. ja, da ist eben der Gedanke, hätte Fahrradkette, man vorher vielleicht ein bisschen mehr Druck machen müssen und dann dadurch den Schaden zu machen, der jetzt fehlt. Trotzdem an dieser Stelle Glückwunsch an die Ungarn. Congratulations to Hungary. Hat mir sehr gut gefallen, was ihr da gemacht habt. Aber lustig, der Soldat, der flüchten wollte, steht noch immer da oben. Der steht da oben wie eine Eiche, ja. User left your channel. Warum ist Lucky jetzt rausgegangen? Okay. User joined your channel. Was war das denn, Lucky? Nichts. Freust du dich denn so? Ich habe gerade einen Twitch-Stream geguckt und ich lese da Brahuhn. Jetzt muss ich an Brathähnchen denken. Entschuldigung. Aha. Ja, Basil und Hungary. Die Abkürzungen. Brahuhn, Brathuhn, Brathähnchen. Ja, sehr witzig. Ja, Ah ja. entschuldige bitte. Haben doch 47 Brasilianer überlebt. Cartoon. Ich möchte jetzt mal mit den Brasilianern nicht so hart ins Gericht gehen wie mit den Türken vorhin. Nö, das definitiv nicht. Aber Es ist halt schade, dass sie nicht voll worden sind, aber ganz ehrlich, bei den Brasilianern habe ich da eher die Nachsicht, weil halt wirklich schwierig von der Zeit her. darf man eben diese Zeitdifferenz nicht vergessen. Also haben wir gesagt, 4 oder 5 Stunden zurück. Bei denen fängt der Abend jetzt an. 3 bis 5, glaube ich.
waren die Zeitzonen. So, wir gucken jetzt noch mal ganz geschmeidig auf die Statistiken. Dazu muss der alte Herr Luckner natürlich erstmal wieder so eine Brille aufsetzen, weil er wieder das alles lesen kann, weil er so weit weg ist. Darf ich dich jetzt Nikolaus nennen? Weil er ein Blindfisch ist. Darfst du mich auch mal ganz gerne andere, aber ist egal. So, wir fangen an. Am besten mit den Treffern und sehen ganz geschmeidige 6 Ungarn vorne. 42 Treffer, 10 Fahrkarten. Wir sehen den gemachten Schaden. Da vorne. Und zwar eine ganze Reihe Brasilianer. Und das ergibt sich natürlich aus diesen Leitenduellanten, ne? 43.000, 35.000, aber eben schon ab Platz 5 unter 30.000. Und das ist bei der Anzahl der Leitenduellanten schon ein relativ schwaches Ergebnis. So, Drakens Lieblingstier, der Blindenhund des Tages, geht nach Ungarn. Mit 38 Fahrkarten. Und meine zack, zack, ne? So sieht das aus hier. Es sind 3 immer gewesen, bestenfalls. Na gut. Egal wie, egal was, wenn ihr euch die Statistiken interessieren, schaut es euch auf der WM-Welt an. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Revolverheld 007 und bei Artemis. Danke, dass ihr dabei wart. Gerne, gerne. Du gerne. Ich bedanke mich bei allen, die noch wach geblieben sind bis immerhin schon 20 vor 12. Danke euch für euer Interesse und wünsche euch allen eine angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Servus.